Ist es etwas kalt? Ja. Aufgeregt? Hey Leute, wir fliegen jetzt nach Helsinki. Und wir sind sehr aufgeregt. Wir haben wochenlang geprobt und jetzt geht's los. Viel Spaß mit dem Vlog. Guckt euch das an. You love me no longer, I know and baby. Danke. Schön, dass er true hey, ist. Er ist Gewohnheiten wie so ein Ureinwohner. Von den Wielern kann man eigene Part haben. Sachen, die Friedrich isst. Obwohl, ich muss da denken, wenn wir in Helsinki ankommen und durch den Duty Free gehen, muss ich nochmal M&M's kaufen. Weil es gab im Edeka keine mehr. Okay. Willkommen zu Food Nummer 2 von Jonas Friedrich. Gelbe M&M's. Gelbe M&M's sind sein Grundnahrungsmittel. Nach Ketchup-Nudeln und Tomaten mit Feta. Ohne Olivenöl. Kennst du Pita-Brot? Dieses, was du aufmachen kannst? Da einfach nur Parmesan rein und Ketchup. Boah. Einer kotzt und sitzt im Hintergrund so. Relax, my brother. Relax, my friend. Wir fliegen jetzt nach Finnland. Hey, wir sind gerade hier in Helsinki angekommen. Es schneit, es ist kalt. Und morgen ist Soundcheck. Jetzt fahren wir ins Hotel. Wir gehen in den Pool oder so. Nackt. Bisschen rumschwimmen. Nackt. FKK-Style. No picture. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. So packt der Chef selber. Das ist natürlich klar. Ich kontrolliere auch die Toiletten später beim Konzert. Dass das alles auch richtig läuft. So muss sein. Wir sind gerade angekommen in Helsinki. Es ist etwas kalt. Kalt, aber schön. Leider habe ich keine Gitarre in meinem Zimmer, aber unser Haus- und Hoffotograf Jonas. Ich kann alles auf der Gitarre, außer spielen. Alles, außer spielen. Das ist ein special place. Das kennt man nicht so oft auf der Welt. Und wir sind vor allem bekannt für gute Fritten und machen aber auch Burger. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und wir probieren es einfach mal aus. Guten Morgen, es ist Tag 2 und wir fahren jetzt zum Soundcheck. Und es ist ein bisschen kalt. Meine Toilette ist jetzt nicht so ein schönes Thema, hat keine Brush. Ja. Zahnbürste nehmen einfach. Ja, genau. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch Virus-Zahnbürste. Das ist auf jeden Fall nicht klein, sagen wir mal so. Guck mal, die Bühne, Alter. Unser Plan ist, dass wir durch die Leute gehen. Guck mal, du musst dir vorstellen, jetzt sind die ganzen Schüler, kommen noch alle weg. Da kann man so richtig geil durch die Leute so laufen mit so einem Spotlight. Ich freue mich auch eigentlich nur, weil wir so gut vorbereitet sind. Hallo. Hallo, hallo. Okay. Okay, let's go. Ja. Wir waren gerade beim Soundcheck, es hat alles perfekt funktioniert. Freue mich sehr. Wird super geil, ey. Da war so ein halber Weg. Das darf irgendwie Piros Mama nicht sehen, was hier gerade passiert im Hintergrund. Wir sehen hier einen abhängigen Menschen. Eine Zigaretten! Bitte? Zigaretten! Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Zigaretten! Hallo! Hi! Tag 2, wir sind jetzt im Universal House und wir gehen jetzt rein und dann zum Radiosender. Dann machen wir noch ein bisschen Fotos. Dann frieren wir uns noch ein bisschen den Arsch ab. Da, 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 da,
Es sieht gar nicht aus wie eine Plattenfirmen-Office. Sieht eher aus wie so ein Startup. Wenn ich in Finnland bin, mein Lieblingsmagazin kaufe ich mir dann immer. Kyllönin. Wir haben so fast Interview gemacht einfach. Und dann haben wir noch Lakritze gegessen, weil die wollten sehen, wie wir reagieren. Die haben gedacht, wir spucken aus oder so, aber haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir haben die aufgegessen. Ich könnte mir vorstellen, man hat manchmal so richtig Appetit darauf. Wie saure Gurken. Isst man auch nicht so. Ich habe mir letztens einfach nach dem Sport saure Gurken geholt. Ja, ich mache da auch mal Bock, Alter. Irgendwann waren wir auch mal mit Piro und habe ich abends so Brot mit Senf, Käse und so saure Gurken gegessen. Piro guckt so mich an und macht so, Alter, bist du 50 Jahre alt? Ich habe gefragt, ob er schwanger ist. Ja. Herzlich willkommen, wir sind jetzt beim finnischen Radio. Sieht aus wie ein Krankenhaus hier, kommt mal rein. Hey, nice to meet you. You guys look like superheroes. Yeah, that's our outfit. What have you been shooting? We were shooting like a small interview. Oh, look! Our buddy! We have to say one last thing. We have to say something that's important for us. Finland is the first country where we received like a gold certificate and also platinum. We feel super honored to be finally in that country. Yeah, and to see the people that that really supported us from the beginning. Thank you so much. Nice meeting you guys. Yeah. Ja, jetzt machen wir Fotos, Promo-Fotos für unsere neue Single Feel It Too. Es ist sehr, 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 sehr kalt. Minus 9 Grad. Krasse Geschichte, oder? I never lose when I'm with you. Da, 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 da. Da, 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 da. I never lose when I'm with you. Da, 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 da. Da, 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 da. Schreich nicht! Leck mich doch am Arsch weg! Er hat eine Peitsche genommen! Und hat dir mir die Fresse gehauen! Du dumme Sau! Können wir auch so einen richtigen EDM-Remix von machen? Ich hau dir in die Fresse! Es ist der vierte Tag und es ist Showtime! Wir fahren jetzt zur Venue. Wir freuen uns sehr. Aufgeregt? Come on! Aufgeregt? Ich freue mich auch ein bisschen einfach zu sagen, jetzt 2 Stunden Musik zu hören. Ja, also, ich nicht. Ich will Unreal Tournament spielen. Ich will Unreal Tournament spielen! Ah! Wir können uns jetzt umziehen, alles gut. I think it'd be better if we were together. I'd fall into nothing if you were to be there. So why don't we try it, us being together? Da 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 da, da 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 da, I never lose. Jetzt ist Showtime. Da 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 da, da 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 da, I never lose when I'm. Gerade fertig geworden. Das hat mega Spaß gemacht. Ich hätte jetzt richtig Bock so auf Tour morgen woanders. Tomorrow we play in Prague and then we go to London and LA. US to Maryland and Massachusetts.
der Mississippi. Ich habe mir meine Haare gemacht, richtig lange gebraucht. Und beim ersten Lied sagt Emil, mach mal deine Haare richtig. Dann sehe ich so einen Schatten, wie so ein Haar, der so ist. Hä? Ich habe 10 Stunden dafür meine Haare gebraucht. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Stunde, genau eine Stunde. Ganz kurz. Wo war eigentlich dein Solo-Part? Und ich habe ihn gemacht. Doch, ich habe ihn gemacht. Dass sie nur so kurz, so schüchtern. Ich habe so einen anderen Laserhandschuh. Und ich habe gleich beim zweiten Lied von Pre-Chorus direkt in die Hook, in den zweiten Teil von der Hook. Was jetzt los ist? Jo hat mich so angeguckt. Ich war schon richtig sauer. Ich so, Alter, was ist los? Macht er jetzt? Und es war so, dass dieser Laser ist auf meinem Daumen so drauf und der hat so diesen Knopf gedrückt und dann ging es so direkt und dann dachte ich, scheiß drauf, einfach mitgehen, einfach machen. Unser Ton hat man es nicht mitbekommen. Alter, Kila knallt, merke ich ja. Die Kila. Tequila. Wir haben die Show geschafft, wir haben es überlebt. Wir haben, ja, war ein Klacks, hallo? Mache ich jedes Wochenende. Say that you love me, fool me, fool me. Go on and fool me, love me, love me. Pretend that you love me. Ich weiß nicht, wie vierte Tag es ist. Meine Stimme ist gerade auf. Der vierte. Nee, ist der fünfte. Ja, der fünfte. Der fünfte Tag. Wir sind gerade nochmal bei der Plattenfirma und die wollen uns was geben. Did you have a lot? Hello. Yes. Yes, okay. We thought it might be nice for you to see some more of our stuff. Yes. These guys have been working on your single, making it one of the biggest hits of last year in here. So, yeah. The single has since went platinum. Woo-hoo! Thank you. Okay. Oh, single full. I mean, we already said that so many times, but it's really crazy because we're like from Berlin and from Germany. You are the first country where we received like gold and now platinum, and it's crazy. And we want to thank you and the whole team. Thank you, guys. Yeah, thank you. Thank you. Yay! Yeah. Geh weg, Alter. Ich brauche noch mal was für die Kamera. Könnt ihr sagen, euer Lebenslauf noch mal, wo ihr geboren wurdet? Ich möchte mich übrigens entschuldigen für meinen ostdeutschen Akzent, den ich ab und zu im Video mache. So, nimmst du mit oder dann wird sie uns sie schicken lassen? Nein, Alter, wir haben auch gar keinen Platz. Da scheiß ich auf die scheiß Glasfaser, scheiß ich drauf. Ich brauche Platz! Ich brauche Platz! Ich will nicht mehr trinken, wenn wir auf Tour sind. Schnitt! Wir haben es geschafft. Wir fliegen zurück nach Berlin. Slush war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass wir genau, da sind. Danke nochmal, dass wir hier sein durften. Hat Spaß gemacht. Gutbach, Erwachsenenvollzug. Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam, hey, yeah, yeah, man. Dein Sohn ist ein Gangster.